Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, dass die Opfer das Leid, das ihnen angetan wurde, das ich ihnen letztlich angetan habe durch unsere Kirche, oft ihr gesamtes Leben lang belastet. Ich weiß, dass ich das Geschehene nicht wieder gut machen kann. Dennoch möchte ich mich an dieser Stelle mit Scham bei den Opfern entschuldigen. Auf einer Pressekonferenz am Montag, den 17. September, stellte Bischof Gebhard Fürst die Arbeit der Kommission Sexueller Missbrauch und der Stabsstelle Prävention Kinder- und Jugendschutz vor. Die Kommission Sexueller Missbrauch hat sich seit 2002 mit 146 Vorwürfen möglicher Betroffener gegen Geistliche und Laien befasst. Die Fälle, die erfasst wurden, gehen bis ins Jahr 1946 zurück. Als mögliche Täter wurden 70 Priester und 2 Diakone der Diözese ausgemacht, von denen 45 bereits gestorben sind. 11 Fälle mussten in Rom gemeldet werden. 2 Kleriker wurden ihres Amtes enthoben, 9 erhielten einen Verweis, zum Teil mit Gehaltseinbußen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart war die erste, die alle bekannten Fälle mit großer Sorgfalt und Sensibilität und in unabhängiger Vorgehensweise der Kommission Sexueller Missbrauch aufgearbeitet hat. Bereits 2002, lange vor Bekanntwerden des Missbrauchsskandals im Jahr 2010, hat die Diözese Regularien zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Kraft gesetzt. Ein Jahr später habe ich eine unabhängig arbeitende Kommission sexueller Missbrauch eingesetzt. Neben anderen gehören der Kommission einige Mitglieder an, die in keinem Arbeitsverhältnis mit der Diözese stehen. Unter anderem Oberstaatsanwalt Daniel Noah, Professor Dr. Bernhard Anuth, Dr. Christoph Funk sowie die Vorsitzende und frühere Ministerin Dr. Monika Stolz. Für Stolz ist es ein großer Vorteil, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Dass wir gemeinsam beraten, und durch die Anwesenheit auch derer, die die Dinge im Apparat umsetzen müssen, ist auch für uns gewährleistet, dass wir eine direkte Rückmeldung haben, dass wir nachfragen können, dass wir auch kritisch nachfragen können, dass wir nachbohren können, wenn wir meinen, da geschieht jetzt ein bisschen langsam oder wie auch immer. Ich empfinde das als sehr hilfreich und sehr förderlich für unsere Arbeit. Seit 2012 wurden die Präventionsmaßnahmen in der Diözese mit der Stabsstelle Prävention Kinder- und Jugendschutz verstärkt. Leiterin Sabine Hesse erläuterte, dass selbst die beste Prävention sexuellen Missbrauch nicht verhindern könne und daher Achtsamkeit und verantwortliches Handeln dauerhaft vonnöten sei. Außerdem müsse man stets über sexuellen Missbrauch und Prävention sprechen. Ziel der Präventionsarbeit ist eine Kulturveränderung. Es geht um einen, so steht es in der Präventionsordnung, um eine neue Kultur des achtsamen Miteinanders und der Verantwortung. Das bedeutet einfach, es geht darum, das Umfeld zu stärken, die Menschen, die mit Kindern zusammenleben, dass sie merken, da ist irgendwas faul und dass sie dann wissen, was sie zu tun haben. Die Pressekonferenz beschränkte sich auf den sexuellen Missbrauch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zu den Ergebnissen der bundesweiten MHG-Studie, die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben wurde, äußerte sich Bischof Gebhard Fürst nicht.